Regieren mit nur einem Mandatüberhang ist undenkbar. Das sagen alle aktiven Politiker, allerdings nur inoffiziell, um sich die türkis-rote Option im Koalitionspoker nicht zu nehmen. Der langjährige SPÖ-Clubobmann Josef Csap spricht es in der Krone dagegen klar aus. Das ist undenkbar, da ist man jedem einzelnen Abgeordneten gegenüber erpressbar. Von Krankheitsfällen und sonstigen Fällen gar nicht zu reden. Es braucht mindestens 3 oder 4 Mandate Überhang. Was passieren kann, wenn eine Regierung eine zu knappe Mehrheit hat, zeigt eine Abstimmung im Bundesrat aus dem Vorjahr. Im Juli 2023 wurde dort das ORF-Gesetz abgestimmt. Der türkis-grüne Koalition 31 Sitze haben 2 Mandate gefehlt. Eine Türkise lag in den Wehen, ein Grüner war auf Reha. Man hat sich darauf verlassen, die Abstimmung mit einem Mandatüberhang trotzdem durchzubringen, weil die FPÖ fälschlicherweise behauptet hat, dass einer ihrer Mandatarien nicht kommt, was aber nicht gestimmt hat. Plötzlich hatte Türkis-Grün keine Mehrheit mehr, es stand 29 zu 29. Der Grüne Adi Groß musste aus dem Reha-Zentrum in Niederösterreich ins Parlament eilen. Türkise und grüne Mandate mussten lange Reden halten, um die Abstimmung zu verzögern, erzählte Groß im Gespräch mit der Krone. Es hat dann noch 3 Stunden gedauert, bis ich im Parlament war. Nicht nur solche Ausfälle seien bei einer knappen Mehrheit ein Problem. Es kommt immer wieder vor, dass einzelne Abgeordnete bestimmte Vorhaben entgegen der Parteilinie ablehnen. Wenn die Regierungsmehrheit nicht entsprechend abgesichert ist, kann jeder einzelne Abgeordnete die eigene Partei mit seiner Stimme erpressen. Donnerstagabend wurden die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt. Es ging um rund 15% aller Briefwahlkarten bzw. mehrere 10.000 Stimmen. Wie erwartet wandert dabei ein Mandat, das am Wahlabend der ÖVP zugerechnet wurde und später an die FPÖ ging, wieder zur Volkspartei zurück. Türkise und Rote haben damit zusammen 93 Sitze. Das ist ein Überhang von nur einer Stimme bzw. einer Mehrheit, die nur mit 2 Stimmen abgesichert ist. Eine türkis-rote Koalitionsvariante ist in Wahrheit nur theoretisch gegeben. Auf dieses Wagnis würde man sich nicht einlassen. Wenn die Volkspartei und die Sozialdemokraten regieren wollen, brauchen sie Neos oder Grüne. Die Zuckerl-Koalition mit den Pinken hat deutlich bessere Chancen auf Realisierung.